Los geht's. Rechts 60, 40. Jawohl. Der fünfte Gang ist ja eigentlich richtig tabu. Eine Sekunde. Auf Dauer bringt das, reicht das natürlich. Jawohl. Links 5, halb lang, überwältigt. Rechts 4, halb lang. Links 5, halb lang, über Kuppe, Sprung 40. Rechts 4, halb lang. Links 6. Links 6, lang, in mittig halb, über groß. Okay, jetzt verliere ich Zeit. Wo hat sie aufgemacht? Rechts halt, über Kuppe, Welle, 60, Achtung, Welle, links 4, macht zu, bis 3, über Kuppe, hängt nach außen, rechts 2, halt lang, links 3, macht auf, 60, über lange Kuppe. Rechts 5, 80, Kuppe. Links 4, macht zu, über Kuppe, 60, über Welle. Minimal vorne und dann kommt die Kurve. Das hat Zeit gekostet. Verdammt. Da habe ich nochmal Zeit liegen lassen. Zum Schluss. Und zwar deutlich, ja. Ein bisschen verhalten angegangen zum Schluss. Aber auch einmal einer Schreibe zu viel gegengelenkt. Einmal zu viel gegengelenkt. Das hat gereicht. Der Kuppel vorne. Oh Gott, ich hol 8000 gerade, glaube ich, auf, oder? Ja. Der Kuppel, der kommt wieder von hinten, kann das sein? Der ist 14. nur. Alter, der hat den richtigen Rückschritt. Was hat der gemacht? Okay, haben wir vielleicht eine kleine Chance, wenn der so weiter hinten fährt. Der führt ja aktuell. Dann würde ich hier richtig Punkte aufholen. Oh, die Etappe ist mal länger. Glaube ich zumindest. Aktuelle Position 2, dahin 17 Minuten 39 Sekunden. Streckenlänge 7 Kilometer. Unterschied in Höhe lang plus 83 Meter. Schnee 62%. Festgefahrener Schnee 38%. Dann wollen wir mal. Was stand da eigentlich gerade für einen Spruch drauf? Jawohl. War nicht so toll. Gut, dass ich das Auto da nochmal um die Kurve geworfen habe mit der Bremse. Ja, okay, es ging noch. Hätte schlimmer sein können. Also bis jetzt viele kleine Fehler drin, die sich halt jetzt addieren. Fünfter Gang ist echt tabu.
Weil es hat auch wieder nur Zeit gekostet. Alter, was ist denn das hier für eine komische Passage? Du wärst ja mehr Slalom nur. Das wär's auch nicht gerade ohne, da muss ich mal kurz... Scheidepunkt bin ich mal getroffen, also war mehr gerutscht um die Kurve. Zwei Sekunden habe ich das Ganze jetzt gekostet ungefähr, okay. Ich habe gedacht, danach kommt sofort die Links, nach dieser großen Welle. Da werfe ich das Auto so ein bisschen mit in die Kurve rein. Genauso wie hier reingeworfen. Er hat 2 Zehntel gut gemacht. Die Frage ist gerade, auf wen macht man die Zeit halt gut? Was habe ich da jetzt mitgenommen? Aber das hat Zeit gekostet hier. Ein paar Sekunden, aber nicht viel. Verdammt, dreh dich komplett. Jetzt sag nicht, ich. Alter, ja, das war's. Dann bin ich schon vom Gas gegangen und dann reicht das nicht. Boah, jetzt hat das Auto wieder seine Probleme mit dem Heck. Auto, hast du hinten ein Problem gerade wieder? 8 Sekunden waren es, oder? Ah, das waren diese 8 Sekunden, die ich da liegen gelassen habe, weil auf einmal das Auto wieder so komisch reagiert hat da hinten. Ja, dritter. Schade. Schade, da war mehr drin. Der zweite Platz scheint irgendwie safe zu sein und der Kuppel wird wahrscheinlich sicherer Vierter werden, weil er nicht, einfach nichts aufholen mehr. Auch wenn er Erster ist. Ah, zum Schluss was verrissen. Noch 2 Etappen hier in Schweden. Aktuelle Position 2 in 21 Minuten und 49 Sekunden. Streckenlänge 5,2 Kilometer lang. Unterschied in Höhenlang minus 151 Meter. Schnee 47% und festgefahrener Schnee 53%. Wir dürfen wieder unser Fahrzeug reparieren. Oh, ich liebe das, das Fahrzeug zu reparieren. Und wir schaffen es immer noch, dass es 100% wird. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. 1, los geht's. 2 spät. Was heißt spät? Okay, die Kurve macht spät zu. Hätte sie sagen können. Das Auto wirklich Probleme wieder mit dem Heck. Probleme mit dem Heck. Wo ist die Messpunkt? Jawohl, vorne. Wow. Trotz Fahrfehler drin, da kann man mehr rausholen hier gegen die KI. Links
Da war die wichtige Ansage nach, dass der Kuppe kommt. Links 5 lang über 2 Kuppen. Kuppe Sprung 40. Rechts 5. Links 2 lang. Rechts 2, 40 Kuppe. Boah, alter Schwede, Auto. Das Gefühl, jetzt bremse ich ein bisschen zu spät. Aber jetzt rutscht das doch wieder mit der Hinterachse. Schalt doch mal bitte hoch, danke. Rechts 2 über Kreuzung nicht schneiden. Links 4 nach Kreuzung Kuppe. Kleine Kuppe, Sprung 40. Links 3 macht auf, macht zu 40. Rechts 3 macht zu. Immer noch vorne, okay. Links 6 und rechts 3 über Kuppe. Da unterschkeuern wie Sau, hat man gerade gemerkt. Links 6 durch Senke. Rechts 2 über Kuppe. Wenn ich da wirklich einmal mit dem Schnee festgefahren habe, ist das auch vorbei. Kuppe 18. Über kleine Kuppe und Kuppe. Vorsicht, rechts 3, halb lang, 60 über Welle. Links 4. Ganz leicht den Schnee mitgenommen, das hat gereicht. Rechts 5 in links 3. Rechts 2, 40, Kuppe, Welle. Rechts 5 in links 3. Verstehe ich nicht, warum ich hier ein bisschen mehr mit der Handbremse arbeiten muss. Links 4, lang, über Kuppe. Macht drauf, 80 über Wellen und Senke. Achtung, links 4, macht drauf, bis 3 über Kuppe. Rechts 5, 40. Immer noch ganz leicht vorne. Kuppe, 130 über Wellen. Links 4, lang, 60. Links halten über kleine Kuppe. Rechts 2, 40, Kuppe. Links 4, Kuppe. Vorsicht, rechts 6, über Kuppe. Links 3, pass auf, lang. Rechts 3, lang. Kuppe, 60. Schon kann man das Auto schon in der Luft so ein bisschen kontrollieren. Wenn man das so ein bisschen raus hat. Kuppe, 60. Achtung, links 4, macht auf, bis zu 82. Rechts 4, 40, Welle. Ich habe nur gehört, macht auf. Nur die hat nirgendwo aufgemacht. Es reicht. Es reicht. Oh, eine Sekunde, aber es reicht. Auf den Gott, hol ich in 10 Sekunden auf. Jawohl. Ich glaube, es entscheidet gleich alles hier. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. 5 Sekunden sind es noch, okay? Ja, die will man jetzt auch noch haben. Die will ich jetzt auch noch haben, die 5 Sekunden. Ganz ehrlich, die 5 Sekunden will ich jetzt haben. Hier, Topform nennt man sowas hier in Schweden. Topform. Letzte Etappe in Schweden. Die geht genau 7 Kilometer lang. Unterschied in Höhenlagen. Minus 83 Meter. Schnee 63%. Festgefahrener Schnee 37%. Wir sind 5 Sekunden hinter dem Führenden. Denn wir liegen momentan auf Position 2 in 25 Minuten und 29 Sekunden. Mal schauen, was, ob da was möglich ist. 4, 3, 2, 1. Also wenn ich 5 Sekunden am Ende habe, dann habe ich es. 5,2, glaube ich, müssten es sein. Links 4, lang über Welle. Kuppe 40. Rechts 4. Rechts 3. Links 6. Rechts 5 lang, macht zu bis 3, nach Kreuzung 40. Links 4 über Welle. Links 3 lang, macht auf, über Kuppe 60. Rechts 2 halb lang. Links 4, 8. Verdammt, das könnte schon gewesen sein. Rechts 3 über Kuppe. Oh, eher noch nicht. Das ist ein kleiner Fehler. Rechts 5, 80. Der ist in der Zwischenzeit, sag's gleich eigentlich, ob wir noch eine Chance haben oder nicht. Rechts 5 lang. Achtung, Kuppe 40. Rechts 3 auf eine Kehre, links. Rechts 3 über Kuppe 40. Links 5 über Welle 40. Rechts 3 halb lang über Kuppe. Links 6. Rechts 3 gerade. Junge, gib doch mal eine genaue Ansage, bitte. Okay, hab ich Glück gehabt? Links 4 lang bergab. Und mit dem Rückstand auch. Links 3. Rechts 5 macht. Komm weg von der Wand da. Das will ich dir wissen, ganz ehrlich. Links 4 lang 60 über Welle. Rechts 6, lang, macht zu, bis 4, über Welle, 40, Kuppe 100, über Kreuzung. Links 4, über 80 und macht zu, über Sprung. 100,
Platz ab 40. Achtung, links 4 lang, macht auf und macht zu bis 3, nicht schneiden. Rechts 4, nicht schneiden. 130, links 4 nach Kreuzung. 100. Knapp vorne. Kuppe, 100. Achtung, bremsen vor Haus. 90 Grad rechts, 60 nach Kreuzung. Die Etappe kenne ich sogar. Ich glaube, hier habe ich aber noch nie gewonnen. Links halt über lange Kuppe. Rechts 6, 8. Eine schnelle Etappe. Links 6, halb lang, über Welle, nicht schneiden. Rechts 6, nicht schneiden, Welle. Links 6. Rechts 5, nicht schneiden. Achtung, links 6, über Sprung, hängt nach außen. Kleiner Sprung, links 6, über Welle und rechts 6. Links 6, über lange Kuppe, 80, über Welle. Ja, Zeit gekostet. Hätte man besser durchfahren können. Links 6, lang, über Welle. Und dann kommt sowas hier natürlich. Jetzt komm, komm zurück. Ey, Junge. Nee, das wird nichts. Also das hat mir jetzt 10 Sekunden gekostet, mindestens. Auf einmal überschlägst du dich. Und dann ist eigentlich schon vorbei, ja. Ein dicker, fetter Fehler, der hätte nicht sein müssen. Aber der Kupp ist, glaube ich, könnte wieder vorne sein. Vorsicht, 60, rechts 3, über Kuppe. Verläuft über Kuppe, 60, über Kuppe, links 6. Rechts 6. Weiß nicht, die Ansagen kommen mir teilweise ein bisschen zu spät. Über Kuppe, 8. Vorsicht, Kuppe rechts 3, durchsenke, mach zu. 60. Links 4, halb lang, über Welt. Links 4. Okay, ich muss hoffen. Ich muss hoffen. Also wenn der 30 Sekunden Rückstand hat, dann habe ich es. Und. Er ist vor mir. Schade. Ja. Ja, ich hätte schon wirklich... Ja, dieser Überschlag, der war es am Ende. Der war es am Ende. Schade. Also der Überschlag, der war es am Ende. Wirklich, was mich da die 6 Sekunden am Ende gekostet haben. Aber was hat mich denn da überschlagen so brutal? Das weiß ich leider nicht. Vielleicht habt ihr es gesehen. Aber Alter, schaut mal an, was man da bekommt für... Gewichtsreduzierungsstufe 1 ist und Motorupgrade 1, Fortschritt 70%, das geht doch ab, ja. Und wir sind Zweiter. Ja, weil Kuppel weit zurückgefallen ist, aber 5 Punkte, das holt er in der Regel noch auf. Und das wird das Problem sein. Wir werden gegen den Finnen, glaube ich, kämpfen müssen. Über den Rest. Dieser schönen Meisterschaft hier. Also das wird nicht ohne. Das bleibt spannend. Der Sieg hätte mir natürlich ein paar Punkte mehr gebracht, nämlich 7. Dann hätte ich einen kleinen Vorsprung, aber es ist halt nicht so. Deswegen müssen wir mal schauen, wie es weitergeht hier bei Let's... Boah, Alter, ich rübs heute viel zu viel. Also in Let's Play Dirt Rally.